Obwohl, der ist ja jetzt eigentlich auch clean, ne? Oder ist weit clean vor allem. Ich laufe einfach mal wieder zurück. Der müsste jetzt, glaube ich, auch so weit sein. I'm ready. Let's do this before. Anyway, das Ding hier. Ich sehe leider die Anzeige nicht. I don't mean to rush you, Doc, but we should get going. Ja, ist ja gut. Reaktorkomplex. Kommt hier. Gut. So, wir haben hier alles auf grün. Da bin ich rausgekommen. Jetzt gehen wir mal hier lang. Hier war ich vorhin noch gar nicht, ne? Oder doch? Hey, look up there! Von 20 Kisten war was drin. Ich muss sagen, die neue Laserknarre, die fetzt schon. Die ist schon cool. Ach, da unten ist Doc. Doc Brown. Komme ich da irgendwie hoch? Muss doch gehen. Was sagen? Oh, Alter. Runtergefallen, ey. Kann ich was machen? Power 20%. Hier was machen? Power 35%. Wir springen mal runter. Muss ich da runtertauchen? Ach nee, hier haben wir was. Hier muss ich, glaube ich, durch. Check. Da kommt hier, glaube ich, gleich ein Luftloch oder so. Springe ich überhaupt rein? Springe ich vor allem. Das haben die aber ganz knapp bemessen hier. Teleportationslabor.
könnte noch witzig werden. Leiter nach oben, warum gehe ich da nicht hoch? Naja. Da muss ich wahrscheinlich noch, wa? Wenn ich mir das so angucke. Obwohl. Warum geht er dann hier? So. Ich speichere mal, vorsichtshalber. Alles klar. This is a freaking zoo up ahead, Doc. Okay. Tread lightly. Schon ein bisschen was mitbekommen. Aber danke für den Hinweis.
Hallo. Ja. Lead the way, sir. Oops. Sorry. Ich nehme dich mal mit. Alright, I'll hold it down over here. Hier ist auch nichts Interessantes, ne? Ach, die Geschichte. Ja, ich erinnere mich. Any idea that we're working on this kind of stuff? Alright, I'm ready. Mit der Armbrust gerade ranvisieren. Hinführen. Witzig. Okay, ja gut. Da da nichts passiert ist, ne, kann man von ausgehen, dass wenn ich da reingehe, dass ich da hinten wieder rauskomme. Hoffe ich. Was für eine Überraschung. Okay. Gehen langsam die coolen Sachen aus. Ich kann nur noch mit der Schrotflinte wirklich machen. Wirklich machen. Ja, wirklich arbeiten. Ist frei. Da kann man noch und hier könnte ich noch. Was haben wir hier? Achso. Habe ich das all die Jahre, all die Jahrzehnte, die ich das Spiel schon spiele, diesen Hinweis immer übersehen? Ist das so? Das ist sehr bedauerlich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, ihr werdet noch herausfinden, wofür diese Zahlen stehen. So viel... später. Wir schauen uns hier erstmal ein bisschen um. Da geht's zurück.
Hier gibt es nämlich eine kleine Jump-and-Run-Kletterparty wieder, deswegen, ja. Höchste Konzentration, dann... Achso. Solche Sachen passieren dann da immer. Ich habe echt Glück gehabt, dass ich hier gelandet bin, muss ich sagen. Was passiert hier? Ah! Anleitung, wie wir nach ganz oben kommen, aber wir wollen uns ja alles ansehen. Achso, hier ging es nochmal runter ins Büro, ne? Ich will nochmal gucken, ob es hier irgendwo Medikits gibt. Ich merke mir das mal, ich darf es nicht vergessen. Das hier ist wieder was anderes, ne? Schön, dass du es geschafft hast. Achso, ja, natürlich. Ja, wir probieren es mal weiter. Zwo ist klar, da geht's hoch. Drei haben wir probiert. Jetzt gehen wir mal in die 1 rein. Okay. Läuft bei euch.
Aber wofür ist die Leiter? Konnte ich schon vorher zu euch? Das ist eine ziemlich nutzlose Leiter. Na, ganz toll. Ganz super. Aber schön, dass ihr am Leben seid. Das freut mich. Gerade ihr als alt... Hallo? Ihr als altes Ehepaar. Ach, hier. Sind wir. Speichern. Also. Ich bin tot. Okay. Ich bin aus Weiße nicht zugegangen. Das war wohl nicht so gut. So, wir haben alles mal ausprobiert. Ich speichere mal. Dann, ja. Schau ich mal, wie es hier weitergeht. Ganz toll. Ich bin in eine Art Schredder reingefallen, das ist ganz klasse. Das wird immer besser. Ich warte einfach mal ab. Ah, vielleicht sollte ich warten, bis diese coole Treppe hier da ist. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Aus. Den Parcours hätten wir geschafft mit den ganzen Teleportern. Dann schauen wir mal. Da kommt ein ganz großer Fahrstuhl runter. Ich habe ein bisschen Angst, ich halte mal Abstand. Okay. Fahren wir mal wieder hoch.
wir sind jetzt durch die Teleportationslabore durch, aber wo sollen wir denn jetzt weiterhin? Das konnte uns ja auch keiner mehr so wirklich sagen. Die eine Alte hat uns zwar wiedererkannt, aber... Okay. Wir sind hier schon angekommen. Wir haben jetzt noch 5 Minuten zu spielen. Ich denke mal, jetzt wo wir hinkommen, das ist auch ein passendes Ende für die Folge. This is the guy, huh? Thought you'd never make it. Oh, nonsense, Hunter. Nothing stands in the way of our errant knight in shining high-impact reactive armor. Guess not. Right then. This way, Dr. Freeman. We've been expecting you. Right this way, Dr. Freeman. What you see before you is the supply depot for our first survey team. Quite a few handsome specimens were collected from the border world and brought back this way. Before the survey members started being collected themselves, that is. These readings have given us reason to suspect that there is an immense portal over there, created and maintained by the intense concentration of a single powerful being. I'm sure that you will know it when you see it. I am loath to say this, Gordon, but you must kill it. Yeah, you better kill it. No ifs, ands, or asses about it. Of course, you owe us nothing, Dr. Freeman. But you've come this far. You know as much about these creatures as anyone. Enough to know that if you don't wipe it out... Well, let's put it this way. There ain't gonna be much for you to come home to. Yes. So if you're willing, my colleague is waiting for you at the main portal controls. Dr. Steinman will open the gates for you. And don't let Hunter's brash attitude frighten you. We've all been a wee bit rankled since the incident. He'll equip you with the proper armaments for the task ahead. Do hurry. So. Ja. Wir sind fast am Ende unserer Reise. Wir haben den ganzen Weg auf uns genommen, um später durch diese schicke Tür zu gehen und durch ein weiteres Portal durchzugehen. Das wird, ja, ich bin gespannt, ob die Entwickler von diesem Remake, ob die da an der Stelle weitergearbeitet haben. Weil es gab es mal kostenlos. Da habe ich das bis zum bestimmten Punkt gespielt und dann ging es nicht weiter. Das ist original, das ging natürlich noch weiter dann, aber die Entwickler haben dann... Die wollten das nachschieben. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es tatsächlich gemacht haben oder nicht. Das werden wir allerdings in der nächsten Folge sehen. Have you ever seen anything like this? Was denn? Gibt's denn was? Nein. Ja, ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ja, dann werdet ihr sehen, wofür wir diesen ganzen Aufwand betrieben haben. Durch die Schienenabteilung, dieses dreiköpfige Vieh, diese Flammenwerferviecher, über die Oberfläche, gegen die Soldaten, gegen die Black Ops, hier und da, wie gesagt, wir haben ja fast 5000 Kilometer zu Fuß zurückgelegt durch keine Ahnung wie viele Viecher und Soldaten. Ja. Seid dabei. Wenn euch diese Folgen bis jetzt gefallen haben, schreibt es mir gerne. Daumen hoch, wie auch immer. Abonnieren wäre natürlich mega geil, aber ne, wie ihr Bock drauf habt, ganz klar. Für mich immer am wichtigsten Feedback. Schreibt rein, was war gut, was war nicht so gut. Ton, Videoqualität, Gameplay, whatever. Sucht es euch aus. Ich würde mich freuen. Schön, dass ihr zugesehen habt und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.